So, wir melden uns wieder mit Episode 6 mit der Dorn. Einmal auf 160, Eriks levelt sie aber gerade noch, also da werden noch ein paar Perks freigeschaltet. Kadi hat sie auf 164 und der Lightning hat sie natürlich auf 170 voll gelevelt mit perfekter Balance-Upgrade und so weiter. Dorn ist mega OP im Osiris, haben wir gehört, haben wir uns sagen lassen und deswegen benutzen wir die jetzt, weil wir haben jetzt schon zwei Niederlagen auf dem Ticket. Und wenn wir noch ein Spiel verlieren, sind wir raus. Wir wollen aber noch unbedingt ganz viele Siege schaffen, Osiris. Also haben wir die Dorn reingenommen. Die wird jetzt für uns das Spiel reißen. Wer zuerst einen Kill damit macht, gewinnt. Lichtlevel spielt keine Rolle. Kadi ist jetzt 274, ich bin 289 und der andere auch so um die 290. Und da ist auch noch meine Dorn auf 170, damit ihr die wenigstens mal gesehen habt. Ich habe wieder Tao, Hua, Yuan drin, weil die Schwerung kann ich ja da nicht nehmen. Der andere ist auch 288. Also das passt auf jeden Fall locker easy. Die Dorn macht ja alles für uns. Müssen wir eigentlich nicht mehr viel machen. Irgendwo hinschießen, dann verbrennt der Gegner halb schon. Und das ist auf jeden Fall die perfekte Osiris-Strategie. Ja, wir kriegen auch Lowbobs mit 313. Die schießen wir einfach über den Haufen. Roter Tod 310, Leerer Blick 317, gequälte Raserei von Illulim 317. Das kannst du alles in die Tonne treten. Ich habe die Dorn auf 170 dabei. Weiß nicht, wegen was für Noobs wir hier im Osiris spielen. Die haben ja sowas von, keine Ahnung, Sonnenbezwinger, das schlechteste Super drin. Wieder Roter Tod drin. Revolver hält das nächstschlechteste Super. Wieder Roter Tod auf 310. Die haben das Spiel nicht verstanden. Sorry. So eine schlechte Waffe und so schlechte Subklassen zu nehmen und so ein schlechtes Super dann zu haben, verstehe ich nicht. Leute, verstehe ich nicht. Dann spielt's doch einfach gar nicht, wenn ihr nicht gewinnen wollt, weißt? Das verstehe ich ja nicht. Osiris ist kompetitiv, da muss man reingehen und muss gewinnen wollen. Und wir nehmen natürlich die beste Waffe, die Dorn, und wollen dann auch gewinnen und werden auch sicherlich 5-0 gewinnen gegen diese Noobs. Schau sie dir an, wie sie da stehen. Das ist schon zum Scheitern verurteilt eigentlich. Also sowas von Noob-Gegner, was wir im Osiris diese Woche hatten. Es ist unfassbar. Schau es dir an, wie schön die Dorn aussieht. Immer noch die beste PvP-Waffe in jedem Fall. Super Waffe im Osiris. Sofort eines, er sniped. Ha, was ein Noob. Wer sniped denn bitte schön? Entweder mit einer Shotgun oder mit die Dorn. Snipen ist ja echt Obernumi. Da kriegst du erstmal eine Granate hinserviert. Die Lichtsensamin-Granate kannst du dir auch sparen. Das ist mit die schlechteste Granate im ganzen Spiel. Weiß auch nicht, wie du die dahin platziert hast. Das ist ja total sinnlos. Die sehe ich ja sofort. So, da hat dann Luckshot gemacht mit Roten Tod. Noch ein Luckshot mit Roter Tod. Ich belebe jetzt einfach wieder, weil ich ja Highskill bin. Und da kommt ein Wurfmesser. Das steckt im Boden. Von hier und. Nicht getroffen. Okay, nochmal ein neuer Versuch. Erstmal weg, um ein bisschen regenerieren. Nächsten Versuch habe ich sie mit Sicherheit. Mit Sicherheit habe ich dann den Dreifach-Kill. Ist quasi Headshot-Schaden von 200 im Osiris. Ohne Probleme. Da ist einer. Kommst du jetzt? Lauf mir mal in meine Dorn. Dann habe ich schon mal einen. Das ist er unter mir. Ja. Ja, seht ihr? Da 38 und 2-2-2-2-2. Quasi schon tot. Ein Schuss noch wäre locker weg gewesen. Nochmal eine Granate da rein. Jetzt kommt da noch einer. Die Granate schießt mal weg. Kann die Dorn auch außerordentlich gut. Der trifft mich einmal kurz mit Roten Tod und ich bin fast tot. Aber ich habe ihn getroffen. Nahkampf und jetzt killt er sich selber. Also mega OP die Waffe auf jeden Fall. 38 Körpertreffer Schaden plus 2-2-2-2-2. Locker 48 Schaden mit dem Körpertreffer. Das ist ja wohl, also ganz ehrlich. Was müssen wir sonst für eine Waffe bei Osiris nehmen? Die ist so gut. Unfassbar. 9 Schuss, das heißt, du kannst ungefähr 360 Schaden machen, dann kannst du ungefähr einen mit töten. Das ist schon mal außerordentlich hervorragend. Und ich snipe weiterhin damit, weil das ist ja eigentlich die beste Sniper. Primär-Sniper, besser als keiner außerhalb. Er trifft mich einmal kurz, ich bin schon wieder mega rot. Ich weiß nicht, was da los ist, muss ein Bug sein. Kann eigentlich nicht sein, er hat ja keine Dorn drin. Muss ich mal einen Bug-Report an Bungie schreiben. Stimmt irgendwas nicht mit eurem Osiris. Hinten ist einer, Headshot 54, 2-2-2-2-2, verbrennt schon so langsam. Mega gut. Okay. Wieder eine Granate dahin. Komm, den hab ich. Ja, der läuft mir genau rein. Ja, komm. Granatenkill. Naja, immerhin. Meisten Schaden hat die Dorn gemacht. Treffe ich den? Jawohl, den habe ich auch noch. Und. Vorbei. Tja, schade, Airstrike hat uns geairstrikt. Aber das war auch, wenn man natürlich von der Dorn wegwechselt auf so eine billige, schlechte Sniper. Selber schuld, Lightning. Da musst du bei der Dorn bleiben. Wenn du Dorn spielst, musst du bei der Dorn bleiben. Die Dorn ist mega OP. Da kannst du nicht dann die Waffe wechseln. Also, ich verstehe es halt auch manchmal nicht. Was machst du denn, Lightning? Du hast die Dorn drin und dann wechselst du so eine Scheiß-Sniper. Du hast eine exotische Handfeuerwaffe drin und wechselst zu einer Sniper, die legendär ist. Ja, kein Wunder, dass du dann verlierst. Mach halt so einen Scheiß nicht. Das war auch mega schlecht gespielt, Lightning. Wo springt man denn da hoch und lässt sich einen Sniper-Headshot geben? Wie blöd kann man eigentlich sein? Meine Fresse, ey. So ein Kacknoob, ey.
Jetzt liegst du da, ja. Jetzt liegst du da und weißt nicht, was du tun sollst mit deiner Dorn. Jetzt kannst du halt nicht mehr schießen. Jetzt bist du da tot, weil du gesprungen bist. Wie blöd kann man denn sein? Unfassbar, der Lightning, ey. So, jetzt steht's 0-3, aber das ist alles, war bisher nur Pech. Mit der Dorn ganz, ganz im Ernst jetzt. Locker 5-0 normalerweise, ist aber Pech jetzt hier. Jetzt kommt die schwere Munitionsrunde. Das ist der größte Feind der Dorn, weil dann hat man ja schwere Munition. Aber keine schwere Waffe im ganzen Spiel ist so gut wie die Dorn. Von daher macht das eigentlich auch nichts. Ihr müsst halt einfach nur eure schwere Waffen nicht benutzen, sondern nehmt die Dorn. Imperator, da müssen wir uns kurz zurückziehen, um auf Distanz mit der Dorn ihm 2 Headshots zu geben, ist er tot. Ich sehe leider keinen. Da kommt ein Raketenwerfer. Okay, der trifft mich, wenn ich schon längst weg bin. Na dann, hat er Glück gehabt. Wieder eine glückliche Runde für die Gegner. Ich hatte ihn ja eigentlich schon mit Headshot, der wäre nochmal tot gewesen. Aber ja, war ein Bug. Mache ich auch einen Bug-Report an Bungie. Eigentlich hatte ich ihn. So, jetzt holen wir die nächsten 5 Runden, Leute, oder? Ja. Komm, wir haben 3x Dorn, ey. Das können wir nicht verlieren. Was ist da los? Matchpunkt Alpha, aber 5 Matchpunkte für Beta. Da kommt ein Solar-Hammer-Titan. Kurz mal ein bisschen zurückgehen und dann mit der Dorn über lange Distanz ihn snipen. Der ist, glaube ich, nach einem Headshot spätestens ist er tot. Muss nur treffen. Also treffen muss man mit der Waffe. Das ist schon wichtig. Wenn man daneben schießt, schlecht. So, ich bin der letzte Überlebende. Eigentlich NP jetzt. Lightning klärt jetzt hier. Da, Treffer, Treffer. Komm. Treffer, Treffer, Treffer. Ja, okay. Vielleicht überlegen wir uns das nochmal mit unserer Strategie. Die ist nicht ganz so gut aufgegangen. Tja, das war Trials of Osiris mit Kati. Sie hat die Beutezüge nicht gemacht. Ich weiß gar nicht, warum wir es überhaupt gestartet haben. Aber wir hatten Agaudi. Und wir haben die Dorn getestet für euch im PvP. Ich habe nämlich gehört, irgendwer hat dafür, damit makellos gemacht. Möglich ist das, Schaden macht sie auf jeden Fall. Und wir kriegen Passiermünzen. Die Kali hat schon bestimmt 5-mal so viele Passiermünzen, wie sie vorher hatte. So, damit sind wir raus. Ich werde noch ein bisschen mit meinem Titan die Beutezüge leveln, damit ich dann auch das Goldpaket habe. Und dann mache ich ein Mega-Loot-Video, mein Loot im Osiris ohne makellos zu schaffen. Da gibt es ja auch viel geileres Zeug eigentlich. Man kriegt irgendwie Exotisches auf dem Silberpaket schon. Man kriegt irgendwie Waffen aus dem Goldpaket. Man kriegt irgendwie alles mögliche. Ich habe bis jetzt noch nicht eins von diesen Paketen aufgemacht. Das kommt alles morgen noch in Videoform. Nur bei Lightning Soul im Kanal. Zieht euch meine App. Es gibt mittlerweile auch eine Android-App, die in Entwicklung ist. Es wird mega, Leute. Bis dahin. Tschüssikowski. Ich hab Rohrwaffe. Ich probiere jetzt mal. Ich spiele mal beim Klingendance an. Ich hab den ewig nicht mehr benutzt. Ja, super. Jetzt die spawnen halt die Gegner, wo ich das probieren wollte. Was ist denn das für ein Käse, ey?